Hallo? Bitte Tür? Gehen Sie zu, weil sonst... Ja gut, ich gehe da nicht lang. Dieser Glibber gefällt mir gar nicht. Oh nein, warum kommen jetzt hier Puppen? Warum? Oh. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Alf Psycho, ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Resident Evil Shadow of the Rose. Ungefähr hier haben wir letzte Folge aufgehört. Und ich habe mich echt davor gesträubt, aufzunehmen, beziehungsweise vorzuproduzieren, denn ja, diese Affen machen mich ein wenig nervös. Gerade dieses Kapitel hier mit Angie und der Puppenspielerin war damals richtig psycho-like und ich glaube, dass es hier ähnlich werden könnte. Und vor allem habe ich gerade gesehen, ich habe keinen Schuss mehr für die Schrotflinte, deswegen, ja, wird das, glaube ich, sehr interessant. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet und ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen, aber wie immer startet dieses Video mit einem schönen Text. 5. Januar. Heute war mein erster Schultag, da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Wenn ich Chris das nächste Mal sehe, werde ich ihn ganz fest umarmen. Warte mal, das ist von uns, das ist von Rose. Da waren total viele Kinder, die so alt sind wie ich. Es war genau, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich hatte solche Angst, als ich mich vor der Klasse vorstellen musste, aber ich habe mich auch total gefreut, dort zu sein. Ich werde mich mit allen anfreunden. Morgen werde ich sie ansprechen. 8. Januar. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ein paar der anderen Kinder angesprochen, aber niemand wollte mit mir reden. Der Unterricht ist total leicht. Die Sachen habe ich alle schon mit Mom gelernt. Aber anscheinend darf ich mich nicht immer melden, wenn der Lehrer was fragt. Der Junge hinter mir hat was total Gemeines zu mir gesagt. Wenn ich nervös bin, werden meine Hände ganz klebrig. Heute war es besonders schlimm. No. 10. Februar. Heute hat der Lehrer mich geschimpft, weil ich immer mein Stofftaschentuch festhalte. Er hat gesagt, ich bin kein Baby mehr. Außerdem sagen die Jungen ständig, dass ich eklig bin, obwohl ich mich immer wasche und immer saubere Sachen anziehe und ein frisches Taschentuch mitbringe. Das alles wegen dem blöden weißen Schweiß, der aus meinen Händen kommt. Ich wische es auch immer sofort ab, aber manchmal will es nicht aufhören und dann halte ich einfach mein Taschentuch. Chris hat dem Lehrer sogar extra gesagt, dass das ganz normal bei mir ist und nicht gefährlich. Aber es hat nicht geholfen. 4. April. Endlich hat jemand mit mir geredet. Lucy aus meiner Klasse. Sie meinte, sie wollte schon die ganze Zeit mit mir befreundet sein. Morgen wollen wir zusammen Mittag essen. Ich kann es nicht glauben, ich bin so happy. Ich hoffe, Lucys Freundin Catherine wird auch meine Freundin. Das ist von dir, Madame Miss Rose. Und... das gefällt mir gar nicht. Kennt ihr Visage? Da gibt's ein Kapitel mit Lucy, mit dem kleinen Mädchen, und jetzt hat sie hier eine Freundin namens Lucy. Nee, danke. Okay, hier brauchen wir das... das haben wir nicht, aber schon mal gut zu wissen, denn das war ursprünglich an einer anderen Stelle, als wir damals hier Resident Evil Village gezockt haben. Und das bedeutet, es gibt hier wieder Rätsel und es wird wieder Psycho. Warum ist hier ein Foto von mir? Weiß ich nicht, aber es schmeichelt dir nicht, Madame. Okay, diese Tür hier. Es wird wieder Psycho. Das Teil ist zum Greifen nah, aber man kommt nicht ran. Oh nein, es wird wieder Psycho. Ach nein. Ach nicht schon wieder, echt? Wurde uns das schon wieder alles geklaut? Ich hatte sowieso keine Muni mehr gehabt. Ach nein. Was ist hinter mir? Ist hinter mir was? Nee. Ach, das wird... Warum wieder so Psycho? Der Affe hat Bauchweh. Wenn du ihm hilfst, gibt er dir vielleicht den Kristall. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall etwas zum Aufschneiden. Ja, und ich habe alles verloren, was ich hatte. Ich freue mich, dass es genau der gleiche Schmarrn wieder ist. Hier ist alles clear. Na, diesmal nicht mit meiner Frau auf dem Tisch, sondern mit meinem Affen aus meiner Kindheit. Was natürlich viel normaler ist. Und der hat Bauchweh. Fällt mir gar nicht. Der Wasserhahn läuft auch wieder. Hat es gerade die Tür zugemacht? Nein, da war alles gut. Okay, diesmal kommen wir hier durch. Aber hier sieht alles soweit okay aus. Okay. Ich muss noch schnell... okay, Mauseinstellung ein bisschen umstellen. Hier ist alles clear. Und natürlich wunderschöne Kinderzeichnungen. An der anderen Seite verschlossen. Okay. Gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das sind überall Kinderzeichnungen. Das ist überhaupt nicht gut.
Ja, war normal. Stimmt, da mussten wir beim letzten Mal hier unten durchkriechen, nachdem wir das, den Verband aufgeschnitten haben. Wieso so viele Kinderzeichnungen? Wieso kann ich so beschissen zeichnen? Wieso will ich genau das anschauen? Was will ich damit? Ach so, hä, wir haben das sogar schon mal gezeichnet. Der zugemüllte Schrank, das Bild im Bücherregal, der vollgestapelte Schreibtisch. Okay, vielleicht müssen wir uns das merken. Der zugemüllte Schrank, das Bild im Bücherregal, der vollgestapelte Schreibtisch. Keine Ahnung, ob wir das irgendwie gebrauchen, aber gut zu wissen. Glaube ich. Denke ich? Keine Ahnung. Der zugemüllte Schreibtisch ist hier. So ein bisschen. Dann das Buch im Bücherregal und den Rest habe ich vergessen. Hier brauchen wir eine Zahlenkombination. 2. Aber in welcher Reihenfolge? Ja, hör doch auf! Zum Glück ist es zugerostet. Okay, da ist das Bild. Mit der 44. Ah, der zugemüllte Schrank. Bild im Bücherregal. Und... ah ne, der zugemüllte Schreibtisch war das doch. Und da ist die 66. Muss ich nur schnell die richtige Reihenfolge. Also, als erstes der Schrank, danach das Bild und dann der vollgestapelte Schreibtisch. Okay, Schrank, Bild und ja. Also 02. Machen wir das jetzt nochmal. 0244. 44. Und der Schreibtisch. Habe ich mir schon wieder nicht gemerkt, ey. Schreibtisch 66. Also 0, 2, 44, 66. Ah. Hätten die nicht einfach 1, 2 und 3 nehmen können, das wäre viel schneller hier. Okay, check. Da ist die blutige Schere. Vor allem, wieso ist da Blut, wenn daneben Haare sind? Was bist du? Warum? Ich muss halt vor allem da jetzt zurück, ne? Hallo? Ich habe keine Waffen, deswegen eigentlich darf hier nichts kommen. Ja! Was ist das denn? Ich weiß nicht, Hände? Ja, Puppenhände, die einfach von der Decke baumeln. Ich muss gleich laufen wahrscheinlich. Ja, noch mehr! Wie Psycho soll das Game werden? Antwort, ja. Hallo? Ich habe eine Schere, Vorsicht. Ah, warte. Hier gab es auch noch was anzuschauen, oder bin ich jetzt ganz doof? Wahrscheinlich bin ich ganz doof. Hallo? Ich hoffe, hier ist alles gut. Ey, wehe, hier kommt ein Jumpscare. Okay, dann Operation durchführen. Hä, wieso sehen wir das nicht? Ist es zu makaber, oder was? Ah, da ist das Kind. Ja, du mich auch. Zum Psycho-Wacher. Wenn du die Häuser aufschlitzt, kriegst du den Kristall bestimmt nicht. Hä, aber ich musste. Was? Ich musste. Kann ich verstehen, wieso er Bauchschmerzen hat. Ah, es wird wieder dunkel. Du weißt, wie man mit Puppen spielt, oder? Jein. Schon wieder? Was jetzt? Okay, hier brauche ich irgendwas, was auf den Sockel gehört. Da hinten brauche ich irgendwas, was auf den Sockel gehört. Ah, hier brauche ich irgendwas von Lucy. Ja. Und soweit, also... hier brauche ich... ja? Und da brauche ich nö. Keine Ahnung. Aber wir brauchen hier auf jeden Fall irgendwas. Ich wette, du findest allerlei Orte, an denen du mit den Puppe... Puppe, Pose 1. Puppe und ihren Freunden spielen kannst. Okay. Wir haben Lucy. Ich bin die Lucy. Dann gehört Lucy, glaube ich, mal hier auf den Lucy-Sockel. Pose 1. Aha. Aha. Also praktisch... ah, nee, das sollen dann so meine Pseudo-Freunde symbolisieren und ich bin das blonde Mädchen in der Mitte, die gefällt wird. Oder gekreuzigt wird, besser gesagt. I see. Nein, da gehen wir noch nicht hin. Erstmal hier hinten in die dunkle Ecke. Wobei, in die helle Ecke. Jimmys Room. Ich will nicht zu Jimmy. Okay, da komme ich nicht rein, zum Glück. Kennt ihr das Spiel? Ah, ich weiß nicht mehr. Ah, das in dem Hotel spielt, da gibt es auch so einen Bösen, sage ich jetzt mal, der Jimmy heißt. Wenn man aufpassen muss. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Spiel heißt. Da hat sich jemand richtig ausgetobt. Oder eher ausgekotzt.
Aber hier ist überall Blut am Boden. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir tun einfach mal so, als ob hier alles ganz normal wäre. Okay. No. Aber das ist schon ein süßes Emblem so. Okay, hier war die Hochzeitstorte. Deswegen habe ich hier relativ häufig ein Ohrwurm vom Hochzeitsmarsch. Ah nee, nicht die Torte, sondern die Spieluhr. Okay, was steht hier so? Niemand will mit dir befreundet sein. Was für Loser. Schaut euch mal an, wie viel Text da optisch auf diesem Zettel ist. Aber alles, was wir lesen können, ist, niemand will mit ihr befreundet sein. Was für ein Loser. Aber das ist voll gemein. Okay. Muss ich da jetzt auch noch irgendwas drauf packen, oder was? Nein, das passt nicht. Da sind... Was zum... Keine Ahnung. Aber vielleicht brauche ich jetzt Pose 1 nochmal. Pose 1 hatte ja irgendwas in der Hand. Das könnte zur Angel passen. Vielleicht muss ich das da machen. Und ja, dass sie da gerade gelacht hat, wurde höflichst ignoriert. Aber hier brauchen wir nur 3. Auf deiner Seite brauchen wir 4. Okay. Wir gehen hier trotzdem ganz gemütlich durch. Hallo? Hallo? Bitte Tür. Gehen Sie zu, weil sonst... Ja gut, ich gehe da nicht lang. Dieser Glibber gefällt mir gar nicht. Oh nein, warum kommen jetzt hier Puppen? Das ist Mia. Das ist die Mia-Puppe. Hallo Mama? Warum stehst du da so? Oh, mach mir ab. Also, ich habe so eine Gänsehaut. Pose 1. Gehört denn hier Pose 2? Was macht denn die? Die zeigt mit Finger auf uns. Okay, die da hinten muss was halten. Genauso wie die. Die hier könnte die Zeigende sein. Eine Puppe, die ihren rechten Arm nach vorne ausstreckt. Auf ihrem Kleid steht Catherine. Das ist die Freundin dann von Lucy. Hm. Hm. Du willst also, dass ich mit Puppen spiele? Aha. Lucy und Catherine. Aha. Jetzt wird ein Schuh draus. Dafür brauchen wir jetzt 2, dann brauchen wir in dem anderen Raum 3 und hier brauchen wir dann 4. Okay, I see what you did there. Jetzt wird ein Schuh draus. Okay, einmal Lucy auf Lucy. Das ergibt schon mal Sinn. Ja, wie so ein Besen. Und sie hat... Aber was soll mir... Also, das waren nur Scheinfreunde so ungefähr. Das soll mir das sagen. Ja. Ja, verstehe schon. Fick dich. Besser hätte ich es nicht sagen können. Besser hätte ich es nicht sagen können. Die spricht mir aus der Seele. So, aber dann nehme ich die beiden schon mal wieder mit. Ich schaue jetzt hier nochmal, ob hier nichts mehr ist. Aber es sieht nicht so aus, ob hier noch irgendwas ist. Okay, dann, warte mal, war da nicht ein Zettel? Was stand da? Wir müssen den ekligen Pilz von ihr abwaschen. Achso. Aber sie tut mir echt leid, sie hat echt eine harte Kindheit gehabt. Also kein Wunder, dass sie so ein bisschen psychisch kaputt ist. Ich kann sie da voll und ganz verstehen. Da hätte jeder einen Knacks weg. Aber Mobbing ist nicht gut. Mobbing ist echt nicht gut. Aber dann haben die anderen Glück gehabt. In einem anderen Spiel hätte sie ihre Kräfte entdeckt und hätte alle erstmal geschlachtet. Mit den Kräften. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Jimmy. Oh nein, ich will nicht zu Jimmy. Hallo. Ah. Okay. Auf C kann ich mich drücken. Irgendwie sieht hier alles normal aus. Das ist nicht mehr normal. Aber Angie haben wir doch gekillt. Die darf doch eigentlich gar nicht mehr hier sein. Die haben doch geschlachtet. Und die Puppe mitgenommen, die haben wir verkauft beim dicken Dude. Wahrscheinlich ist sie deswegen da. Alter, hast du... Ja, hast du. Die hat auf jeden Fall einen Schaden. Okay, ab in den Brunnen. Beim letzten Mal war da unten wirklich nur Wasser. Ich hoffe, das ist jetzt auch wieder so. Ich möchte nicht, dass da unten jetzt irgendwas drin ist. Drehe ich mich um, da ist meine Mutter? Nein. Nein. Gott, das ist so gruselig. Was meinst du? Mir gefällt das gar nicht. Mir gefällt das überhaupt nicht. Ich will mich nicht umdrehen. Oh, Mama. Was machst du hier? Oh, Mann. Wieso, Mann? Das ist Mama.
Dass sie einfach so random rumsteht und nichts macht. Das ist das Schlimmste, denn irgendwann wird sie was machen. Und ganz ehrlich, wer hat diese Treppen hier gemacht? Wieso ist hier eine rote Tür? Hallo? Oh nein. Ich will nicht wissen, was hier gleich abgehen wird. Hier brauchen wir 4 Puppen, wir haben 3, deswegen müssen wir da lang. Mama? Die stand gerade eben noch da. Okay, jetzt ist hier schon mehr Glibber. Einfach so, als ob hier alles gut wäre. Hier ist gar nicht. Okay, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen schnell. Hier rein. Okay, tschüss. Bitte Tür zu. Danke. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir einmal blablabla und da. Hier oben drauf muss sie. Genau, weil sie hat hier die Angel. Dann hier ist Catherine, die auf uns zeigt. Und hier ist der Clown. Puppe 3. Eine Puppe, die ihre Arme hält, als würde sie etwas tragen. Sie befand sich am Grund des Brunnens in Jimmys Zimmer. Also das hier ist Jimmy wahrscheinlich. Das ist doch... Welcher kranke Sack denkt sich sowas aus? Ah. Schwarzhaarige Puppe. Ah, okay, jetzt haben wir alles, um wieder in den ersten Raum zu gehen, damit wir... Das Schlimmste ist, hier immer hin und her zu gehen. Wo steht jetzt meine Mama-Puppe? Ah, hier ist alles clear. Hier sind sehr viele Spielereien an den Wänden. Mama. Was zum? Mama, komm, hör auf mit dem Scheiß. Aber sie hat Ähnlichkeit. Das ist voll doof. Okay, dann ist hier der Zeigende. Die gute Catherine. Genau, hier zeigt sie. Upp. Dann hier ist Lucy. Das hätte ich mir auch ohne Ding denken können, also ohne Schriftzeichen. Dann hier hinten. Ich komme da so gar nicht hin. Hier hinten würde ich sagen, gehört der Dude hin. Pose 3. Weil er was in den Händen hält. Genau, das Feuerholz. Und hier ist die schwarzhaarige Puppe. Nein, das passt nicht. Also so, wenn ich jetzt so drauf schauen, wird es passen. Ah, vielleicht muss ich... Nee. Weil ich hätte jetzt gedacht, Lucy und die schwarzhaarige Puppe tauschen. Nee, passt irgendwie nicht. Wo kommt die schwarzhaarige Puppe drauf? Hält sie das jetzt? Nein. Okay, dann muss ich hier vielleicht noch nicht hin. Nein, ich will... Hallo, geh weg. Vielleicht muss ich nochmal zurück zum Aufzug und vielleicht ist da wieder irgendwas. Mama, geh einfach weg, okay? Geh einfach weg. Bleib da. Also, was jetzt? Von mir aus kann ich da auch bleiben. Jetzt weiß ich ja, wo sie ist. Aber vielleicht muss ich nämlich hier hin. Nö, muss ich nicht. Hier geht's ja nicht rein, das ist ja immer noch verrostet. Da muss ich die wirklich in einer anderen Reihenfolge. Dann frage ich mich, dieser eine, was steht denn bei der? Eine Puppe mit langen schwarzen Haaren. Sie ist deutlich weniger wertig verarbeitet als die anderen. Okay, was soll mir das jetzt sagen? Also eigentlich muss ich... Boah, ich wusste, dass sie da ist und... Okay, wahrscheinlich muss ich einfach... Lucy und Catherine müssen wahrscheinlich da einfach stehen bleiben. Also Lucy hier und Catherine rechts. Und dann muss ich einfach nur die anderen beiden vertauschen. Dann versuchen wir das mal. Hier ist Catherine. Und wir hatten auf der linken Seite den Chaco. Die machen wir jetzt rechts hin. Puppe, Pose 3. Das passt halt nicht, denn... Aber vielleicht. Nein, das passt irgendwie nicht. Also hier muss auf jeden Fall der Chaco hin. Ja. Dann vielleicht muss ich die beiden vertauschen, aber das kann ja nicht sein, weil sie zeigt ja. Oder ich kann ihn noch separat bewegen. Das könnte vielleicht sein, dass ich die wirklich separat bewegen kann. Also noch irgendwie verändern oder so. Ah, nee, okay, so passt. Aber wer ist dann die Schwarzhaarige? Weil die sieht ja... Ja!
fick dich einfach. Ja, also, man muss sagen, das ist genau mein Sprachgebrauch. Also, ich kann sie da verstehen in solchen Situationen, aber... Nein. Nein, mein letzter Stünklein schlägt. Nein. Ab jetzt muss ich laufen, oder? Hallo, Mama? Oder vielleicht Daddy? Gott, Rose, suchst du immer noch nach dem Kristall? Mhm. Also gut, ich helfe dir. Nimm den Aufzug und komm zu mir. Es ist viel zu einfach. Mami, bestimmt sauer. Oh nein. Oh nein. Wer bist du? Jetzt kommt Mami. Nein, bitte nicht. Ich habe eine übertriebene Gänsehaut. Ich kenne das noch. Jetzt laufe ich da Richtung Aufzug und dann kommt da Mami. Let's play Statues. Also ich darf mich da nicht bewegen, wenn hier irgendwas kommt. Nein. Hör doch auf mit dem Scheiß. Das ist voll... Was steht da? It's game over if they caught you. Mama ist nicht da. Ich gehe da jetzt einfach in den Aufzug rein und fertig. Oh nein, wieso ist da eine Karte zur Sicherung? Don't look away. Ich darf nicht wegschauen. Ich muss... Warum? Oh. Ich darf nicht wegschauen. Und ich muss Statue spielen. Mami. Ich schaue sie einfach weiterhin an. Oh, oh. Ah, Mama. Oh, fick dich doch. Was ist denn los mit dir? Habe ich dir irgendwas getan? Ich glaube nicht. Mein Problem ist, ich kann ja jetzt... Ich gehe jetzt... Ich gehe jetzt gerade rückwärts hier runter, damit sie eben nicht kommt. Hör auf, dich zu bewegen. Ich habe dich angeschaut. Mami. Ich würde mich gerne mal von dir fangen lassen. Einfach nur, um zu wissen, was da passiert. Aber... Ich komme hier nicht rückwärts weiter. Ey, welcher kranke Sack hat sich das ausgedacht? Das ist voll asozial. Mami, ich sehe dich immer noch. Entspann dich. Komm runter, Kollege. Okay, sie geht außen rum. Das ist schon mal gut. Oh nein, nicht schon wieder. Ab unter das Bett. Gott verdammt. Mami. Komm näher. Okay, und jetzt muss ich hier ganz gemütlich außen rum gehen. Mich jetzt gerade um, wo dass ich meine Mutter auf den Booty schaue, aber... Ja! Wie viele noch? Langsam geben mir die Möglichkeiten aus. Ah. Hallo Mamis. Warum habe ich jetzt zwei Mamis? Also, finde ich ja super. Aber mit einer Mami war ich auch zufrieden. Oh, da ist noch eine. Aua! Ja, es ist voll gemein! Sie schlägt mich einfach. Mami, lass mich los. Gott, das war voll gemein. Aber cool, oder? Es hat schon Stil. Ja. Mit den letzten Speicherdaten, ich hoffe, QuickSave zählt auch. Okay. Sicherung nehmen. Okay, ich dachte jetzt schon, letzte Speicherstand, wo, als wir in der Schreibmaschine waren. Mit Gott hat das Viech hier nichts zu tun. Hallo Mami. Hier ist alles super. Hier ist alles toll, denn ich bin nicht allein. Ich werde hier jetzt einfach durchlaufen. Denn wenn ich hier schnell mache... Nein, die ist zu nah dran. Hallo Mami, hallo Mami. So, aber jetzt kann ich hier... Von der anderen Seite ver- Ja! Warum? Bleib da mal schön, gell? Nein, die bewegen sich. Ja!
Da kommt doch gleich sicher noch eine neue Mami. Ja, zeig ich doch. Mein Problem wird jetzt gleich sein. Fahr, fahr! Warum fährt er nicht los? Weil sie behindert ist. Fuck, Angie. Oh. Wieso machst du das? Du willst den Kristall, richtig. Weißt du, wo er ist? Ich habe ein paar Freunde für dich eingeladen. Nein, nicht noch mehr Freunde. Mami, spiel reicht mir schon. Mir. Dann sag ich's dir vielleicht. Nö. Einfach nö. Jetzt Bossgegner, oder was? Was ist denn jetzt los? Okay, jetzt bin ich minimal klein geworden. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber Ladies and Gentlemen, das war's für das heutige Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Keine Ahnung, was hier los ist. Das ist richtig Psycho. Ja, da muss man sagen, das haben sie nochmal gesteigert zum damaligen Resident Evil Village. Also, da war es ja nur dieses kranke Babyviech. Und jetzt das. Finde ich gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.